Einen wunderschönen guten Tag. Mal ein ganz kleines Update von mir. Ich muss mich nämlich ganz dringend bedanken. Ich habe nämlich gestern die 100 Abonnenten-Marke durchbrochen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich ganz ehrlich einen Ast. Ich hätte nie gedacht, dass ich das jetzt innerhalb von 5 Monaten schon schaffe. Und ich freue mich, dass ich euch offenbar in der Tat ein bisschen gut unterhalten kann. Von daher offenbar vielleicht ein bisschen und so. Maybe. Maybe possible, perhaps. Whatever. Was ich eigentlich sagen wollte, ist vielen, vielen Dank. Und ich wollte euch noch ein kleines Update geben, denn der Juli wird bei mir ein klein bisschen seltsam. Ich habe trotzdem ein paar Sachen geplant. Und zwar zum einen bin ich Mitte des Monats eine Weile nicht online für 5 Tage ungefähr, weil ich dann nämlich beim Festival bin, beim lustigen Rockharz im Harz, Überraschung, wer konnte damit rechnen? Und ich werde aber insofern vorproduzieren, dass ihr trotzdem fröhlich Videos bekommen werdet. Was wollte ich sagen? Ach genau, bin dann natürlich nur über YouTube nicht erreichbar und kann in der Zeit natürlich auch nicht auf Kommentare eingehen. Aber falls von euch zufällig irgendjemand auf diesem Festival sein sollte und ich irgendwem über den Weg laufe und ihr sagt, hey, das da vorne ist doch der hässliche Typ von den Let's Plays, ob der ein Bier mit mir trinkt? Dann fragt einfach, ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass ich ja sagen werde. Es sei denn, ich habe schon viel zu viel Bier getrunken, was auf einem Festival einfach nicht möglich ist. Also, just in case, einfach fragen. Abgesehen davon habe ich noch die ein oder andere Sache in Planung. Und zwar, Valiant Hearts läuft ja jetzt noch ein bisschen weiter. The Secret of Hildegards, oh mein Gott. Das ist relativ bald durch. Da wird was Lustiges hinterherkommen. Da gibt es nämlich den fröhlichen Deadpool. Das habe ich schon angefangen zu zocken. Da habe ich auch richtig, richtig Bock drauf. Das wird großartig. Das Deadpool-Spiel wird super. Eine Sache hatte ich noch in Planung. Ach genau, Gods Will Be Watching. Muss ich mal gucken. Das wird auch im Juli tendenziell erscheinen. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Also genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Der Release-Termin ist im Moment im Juli. Und das ist so, mal gucken. Aber wenn es dann irgendwann draußen ist, werde ich es auf jeden Fall jetzt playen. Und ich befürchte, ich werde irgendwann, mal gucken, vielleicht wenn Valiant Hearts durch ist, vermutlich nochmal auf irgendeinem Wimmelbildspiel hängen bleiben. Mal gucken, ich habe da irgendwie aus dem Humble Bundle noch so 1-2 Sachen abgegriffen, die, glaube ich, extrem schäbig sind. Aber auch da freue ich mich irgendwie ein bisschen drauf. Ja, das ist so der grobe Überblick für den Juli. Die Flash Game-Reihe geht natürlich auch weiter. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, nein. Ja, was jetzt die nächsten 1-2 Tage noch kommen wird, ist, ich werde nochmal bei Diablo 3 reinschauen. Da gibt es nämlich im Moment im Public Test Realm für den Patch 2.1, wo es dann die Greater Nephilim Rifts gibt, die Greater Nephilim Dinger halt gibt, was auch immer die genau werden. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, aber ich habe mir den Spaß auf jeden Fall schon mal installiert und mal gucken, werde da auf jeden Fall noch 1-2 Folgen mal machen. Mal gucken, was sich mit dem Patch ändert, da ist ja dann doch noch ein bisschen neuer Content mit dabei. Und ja, ich glaube, das war's dann auch so ziemlich. Oder? Irgendwas vergessen? Ich glaube, nein. Nein, das dürfte es gewesen sein. Gut, ich bedanke mich nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bei euch. Ich bedanke mich auch für euch, weil es euch gibt. Großartig. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen matschig im Kopf. Könnte an dem Abend gestern gelegen haben. Ja, also vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Let's Play. Macht's gut, haut rein und tschüss.